meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu meinem neuer Beruf. Und heute habe ich mir einen wunderbaren Beruf ausgedacht und diesmal dürfen Peter und Sebastian raten. Ich werde einen neuen Beruf, ich habe einen neuen Beruf gestartet, ja, weil ich da so viel Spaß dran habe. Und die Leute, ja, also die beiden Jungs müssen abwechselnd Fragen stellen und müssen halt dann herausfinden, was für einen Beruf ich habe. Und wenn sie eine Ja-Antwort von mir bekommen, dann dürfen sie weiterfragen. Wenn sie eine Nein-Antwort bekommen, dann ist der andere wieder dran. Und ja, irgendwann müsste es halt erraten werden. Und ja. Die Antwort, welcher Beruf ich bin, steht übrigens unten in der Videobeschreibung. Also nicht aufklappen, dann, wenn ihr euch spoilern wollt. Dann fange ich mal an. Nicht spoilern. Doch, gerade dran soll aufgeklappt werden. Ja, genau. Finde ich ja richtig. Frage dich mal, Jay, ob ich für meine Arbeit Werkzeug brauche. Im entferntesten Sinne brauchst du, hast du sowas bestimmt bei dir. Würde ich sagen, Schon. Also kann man, also ich würde jetzt nicht von vornherein ausschließen, nein. Okay. Auch ein Golfballtaucher braucht bestimmt eine Rohrzange, um sich da Sauerstoffflasche da festzumachen. Festzuzirren oder was auch immer. Ja, also deswegen im entferntesten Sinne würde ich sagen, ja, brauchst du bestimmt mal Werkzeug. Bin ich berufsbedingt auch draußen? Ja. Ja, okay. Das ja, das ist ein relativ klares Bin ich berufsbedingt auch drinnen? Nein. Also, boah, Alter, du nicht hast wirklich richtig gute Fragen gestellt, Sebastian. Also würde ich sagen, also das ist... Ich habe auch schon mal gearbeitet. Also berufsbedingt, ja, klar, nee. Das würde ich, also würde ich als Nein bezeichnen. Das wäre sonst komplett irreführend und dumm. Ein Fußballspieler, der... Ja, das ist gut zu wissen. Ja, ein Fußballspieler geht halt auch mal in die Kabine. Ja, wow. Ja, aber der ist nicht... Nee, ich finde, dann würde es... Ja, okay, mein dann. Beruf geht halt auch irgendwann mal in ein Haus. Ich bin auch irgendwann mal als YouTuber draus. Ach so, okay, ja, ich versuch's halt nur zu verteidigen. Das war, um dich zu verteidigen. Um dich zu erklären, weil du darfst ja nichts sagen. Als Beispiel. Doch, ich kann halt auch so viele Tipps geben, wie ich möchte. Aber ja, Peter, ich würde sagen, das ist... Peter, du bist dran. Na, das ist, wie gesagt, das ist irreführend. Wenn ich halt euch als Fußballer ja sagen würde, dass ihr nach drin seid hauptsächlich, dann ist das ja Quatsch. Genau, das meinte ich. Das ist die Frage hauptsächlich. Aber gut. Würdest du sagen, wenn du draußen bist, bist du eher unter freiem Himmel? Ja. Okay. Würdest du sagen, der Beruf wird gut bezahlt? Nein. Das war doch, als ob der Jay sich einen richtig geilen Millionärsberuf sucht und den ganzen Tag im Pool ganz liegt oder so. Und gar nicht. Ey, Golfballtaucher wird echt gut bezahlt. Ja. Die kriegen irgendwie 80, so 60 Euro pro Stunde oder so eine Scheiße. Warte mal, nee, das war ein Nein für mich, ne? Das heißt ja, das war ein Nein. Jay, hast du Arbeitskleidung, die du tragen musst oder kannst du anziehen, was du willst? Also, du solltest schon gewisse Kleidung tragen für deinen Beruf, ja. Okay. Also wäre sonst echt ein Problem. Also ja, du wirst bestimmt spezielle Arbeitskleidung wirst du bestimmt tragen müssen. Und die wird von deinem Arbeitgeber dir auch gestellt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das musst du selber alles machen. Deswegen würde ich sagen, nein. Okay. Also, keine Ahnung. Die musst du bestimmt selber besorgen. Aber dazu kann ich eigentlich nicht zu viel sagen. Aber meine Vermeinung ist nein. Du kriegst sie nicht gestellt von deinem Arbeitgeber. Draußen und man braucht Kleidung? Hey, bist du auch dein eigener Arbeitgeber, keine Ahnung. Ja, kann ja sein. Peter, weiß ich noch nicht. Ja, ich überlege. Ob ich eine One-Man-Show mache. Das ist ja sauschwer jetzt hier. Hey, wir wären ja auch nicht bei mein neuer Beruf, wenn das hier Pillepalle ist, ja? Das ist kein Beruf, ja. Eine Pillepalle ist kein Beruf. Interagierst du, wenn du in deinem Beruf unterwegs bist, mit Menschen? Ja. Durchaus. Hat dein Beruf auch was mit anderen Lebewesen außer Menschen zu tun? Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Hätte ich jetzt gesagt. Okay. Diese anderen Lebewesen, sind das Tiere? Ja.
Ja. Welche fallen dir noch ein? Neben Menschen. Pflanzen sind auch Lebewesen. Pflanzen haben auch Gefühle. Nee, sagt das nicht die Vegetarier, dann werden die so Veganer. Ja. Veganer essen auch Pflanzen. Stimmt, Frutaner? Ja, keine Ahnung. Ist auch egal. Konzentrierst du dich auf eine bestimmte Tierart? Ich glaube nicht zwangsläufig. Ich muss kurz mal gucken. Also ich glaube, es macht Sinn, wenn man da nur eine bestimmte Tierart nimmt, aber ich glaube, es gibt da mehrere. Ich würde sagen, okay. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, stell mal eine andere Frage, aber ich gehe mal davon aus, ich habe hier eine Tierart gefunden tatsächlich, aber ich weiß, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit anderen möglich ist, was diesen Beruf auszuführen. Okay. Also die Kacke wegräumen kannst du von den Tieren auch bei anderen Tieren. Aua. Die Tiere, während du deinen Beruf, nee, Moment. Die Tiere, in denen es und in deinem Beruf geht, ja. Sind die frei? Was? Sind die drei? Frei. Das Gegenteil von eingesperrt. Frei. Also, die, in der Wildnis. Die werden, Moment, also, achso, okay, die sind, draußen naja, die gehören zu der Organisation oder was auch immer. Okay, oder dann zu, ist das nicht frei, wie, also sie sagen, sind sie nicht frei. Sind eingesperrt. Ja, das ist, hat das eine so neue Frage? Gesagt, dann wahrscheinlich. Ja, ja, okay. Also, du vielleicht kriegst du dann ja, du aber dann nein. Okay, die sind nicht frei, okay. Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte eigentlich... Ja doch, also du hast mir ja Nein gegeben auf meine Frage, ob die frei sind. Achso, sind die frei? Ja, nee, genau, also sind die eingesperrt, dachte ich. Ja, genau. Also ich habe ein Nein gegeben auf, sind sie frei? Ich würde sagen, nein. Okay. Meine die Interaktion mit den Tieren ist ein wichtiger Bestandteil meines Berufes. Deines Berufs. Ja. Ohne wird hart. Also ja. Und es war ja sehr spezifisch auf eine Rasse zugeschnitten, hast du gesagt. Das geht zwar mit Tierart anderen auch, aber du hattest gesagt, du kennst das jetzt nur für eine spezifische Rasse, oder? Um deine Antwort nochmal zu hinterfragen, die du vorhin gegeben hast. Stell sie nochmal haargenau, damit ich dir genau die Antwort geben kann. Die Tiere, mit denen du zusammenarbeitest, sind Säugetiere. Ja. Okay. Also das würde ich sagen, also ja. Die Tiere, mit denen du zusammenarbeitest, können schwimmen. Wenn man sie ins Wasser wirft, bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob die schwimmen können. Also, ist eine irrelevante Frage. Also würde ich sagen, nicht wirklich relevante Frage. Ja, ist okay. Für mich war sie relevant, aber ist gut. Ja, das, was Jay gesagt hat, ist auch relativ klar. Sind jetzt ja offenbar keine Tiere, die hauptsächlich im Wasser leben. Ja, genau. Das war ja. Ja. Zieht das ab. Aber wenn sie ja dann schwimmen können, wenn man sie reinwirft, ist ja dann okay. Ist ja trotzdem ja, stimmt. Was hast du gedacht? Ich hatte halt eigentlich gedacht, es geht halt irgendwie um Seelöwen oder sowas. Oder um Delfine oder sowas. Aber auch Hunde, wenn man sie ins Wasser wirft, können halt schwimmen. Stimmt. Was kann ich denn noch fragen? Die Tiere sind dir gegenüber freundlich eingestellt. Nee. Ja, also wenn ich mit denen vernünftig umgehe, dann sollten halt meine Freunde sein. Wenn ich töten wollen, habe ich ein Problem in meinem Job. Ja, du bist. Weißt du, also, ja, die sind mir hoffentlich freundlich eingestellt. Okay.
Die Frage zielt so ein bisschen in die Richtung, bist du ein Wilderer oder sowas? Kann auch sein, dass die dann nicht freundlich sind. Ja, das sind die Tiere ja vielleicht ja auch freundlich gegenüber eingestellt, aber werden sie trotzdem, da bist du denen nicht vielleicht freundlich gegenüber eingestellt. Okay. Okay, das heißt viel mit Tieren, viel draußen. Weiß ich, muss ich spezifisches Wissen auch über die Tiere haben oder musst du das haben? Spezifisches Wissen. Was ist für dich spezifisches halt Wissen? Über den Otto-Normalverbraucher hinausgeht. Also ich weiß halt, ein Hund braucht Essen, der muss Gassi gehen und. Meinst du jetzt mit spezifisches Wissen irgendwie so, ich als Tierarzt muss so halt Anatomie dieses Tieres kennen und. Nee, so das als ist für dich spezifisches. Musst du halt schon wissen, was die wirklich fressen. Ja, okay, dann sollte ich natürlich spezifisches Wissen haben, was, damit ich dieses, ja, damit ich mit diesem Tier zusammenarbeiten kann. Ja, brauche ich spezifisches Wissen. Sind es ausgefallene Tiere, also nicht in Deutschland stämmige Tiere, mit denen ich umgehe und du umgehst? Verneinungsfragen haben wir übrigens nie geklärt, ob die nicht zählen oder nicht. War das eine Verneinungsfrage? Okay, ja, das war ein Leben nicht in Deutschland. Ja, keine Ahnung, scheiß auf Verneinungsfragen. Sind das für Deutschland untypische? Bei meinem neuen Beruf kann man auch Verneinungsfragen stellen, dann bin ich nur verwirrter. Also, die Frage war, die kommen nicht in Deutschland vor, die Tiere, hauptsächlich, oder was? Nicht natürlich. Nicht natürlich, die kommen nicht natürlich in Deutschland vor, ja, das ist richtig. Okay. Exotische Tiere, mit denen wir hier umgehen. Ja. Okay, fragen wir freie Schnauze raus. Jay, bringst du den Tieren Kunststücke bei? Nein. Also kann ich wahrscheinlich, aber nein. Darauf, das mache ich nicht in meinem Beruf. Nee, nee. Das ist ja Quatsch. Okay, schade. Da muss ich fragen jetzt, also nur um das nochmal zu klären. Willst du den Tieren helfen? Nein. Verdammt! Also, glaube ich nicht, dass ich denen helfen will. Oh. Darf ich auch direkt nach dem Beruf fragen? Wenn du jetzt weißt, welcher Beruf ich bin, gerne. Jay, bist du ein Wilderer? Komm. Nö. Ich frag's einfach mal ganz. Okay. Nö. Okay. Definitiv dich. Okay, dienen die Tiere für dich? Ja. Moment, was? Ach so. Was ja. Ja, ja, tun sie. Das war schon eine Frage. Ja, genau, dienen sie für dich einem höheren Zweck? So. Ja, ja, also, du willst den Tieren ja nicht helfen, aber irgendwas machst du ja mit denen. Ja, die dienen mir einen höheren Zweck. Ja, ich brauche diese Tiere. Ja, genau. Du brauchst die Tiere für das, was du machen willst. Willst du denn Menschen helfen? Ja. Okay. Es ist natürlich immer die Frage, wie man es definiert. Will man auch Menschen helfen, wenn man neue, schöne Kosmetikprodukte herstellt, indem man irgendeinen Scheiß mit Tieren macht, beispielsweise? Will man damit Menschen helfen? Ich dachte jetzt natürlich mehr an sowas wie. Okay, sagen wir mal anders. Bist du im Forschungsbereich tätig? Nein, das würde dich nur verwirren. Okay, dann sag nein. Nein. Er ist ja auch hauptsächlich draußen und nicht so viel drin, wirklich. Das ja gut, aber er kann ja auch draußen forschen. Okay. Aber naja, das würde dich halt mittlerweile verwirren. Nee, nee. Ist ein größerer Teil deiner Arbeit, die Tiere zu beobachten? Nö. Okay. Die gehören, du hast mal gesagt, die Tiere gehören der Company. Wenn es sowas gibt wie Companies, ja. Wenn wir auch eine Company sind, gibt es bestimmt auch dort eine Company. Oder sowas, ja, ja. Nimmst du den Tieren was? Also. Worauf willst du hinaus? Also. Ja, die Frage ist, ob du ihnen was wegnimmst. Achso, du meinst irgendwie, so ob ich Kinder die. Ob ich oder die, Eier ob ich oder. Den, die. Okay. Stimmt, oder Hörner, sagen oder wir mal. Nein. Nein.
Nee. Okay. Also für meinen Zweck, den ich ihn gerade benutzen will, dann wäre das ziemlich dumm, wenn ich den irgendwie ein Bein nehmen würde oder sonst was. Um es zu essen. Okay. Du interagierst aber auch direkt mit den Tieren. Das heißt, du bist auch schon in Kontakt mit den Tieren. Ja, klar. Also ja, in gewisser Weise muss ich auf jeden Fall in Kontakt mit denen sein. Mal. Ja, wenn es Löwen sind oder so, dann tut es halt nicht mit denen. Mit denen kann man auch spusen. Also Siegfried und Roy haben bestimmt auch einer von Siegfried und der Roy hat mit denen zu sehr gespust. Okay, also. Dran. Wie machen wir das jetzt? Alles klar. Was ist mein neuer Beruf? Du bist ganz viel draußen. Arbeitest du auch mit anderen Menschen zusammen? Ich glaube, die Frage gab es schon, aber ja. Arbeitet ihr im Team? Man arbeitet auf jeden Fall nicht gegeneinander. Ich denke, wenn ich mit mehreren arbeite, dann ja. Dann sollte man als Team arbeiten. Halt zusammen so im Team. Also nicht so, dass du deine eigenen Aufgaben hast, so deine eigenen Abläufe, Prozesse, was du tun musst. Mit dem Tier zum Beispiel, sondern keine Ahnung, du brauchst auch mal einen anderen dabei oder hast Aufgaben mit denen zusammen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Vorgesetzten hat, der mir irgendwie was sagt, dass ich dem Tier die Eier kraulen soll oder sowas, aber ich sag mal so, ich arbeite in einem Team zusammen, wenn ich denn nicht alleine arbeiten sollte. Vom Kopf her. Okay. Schöpfst du die natürlichen Ressourcen von dem Tier ab? Wieso ich benutze die natürlichen Ressourcen auch von dem Tier. Mal. Ja, ne? Das wird sicherlich auch benutzt. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Aber ich kenne meinen Beruf noch nicht so genau. Okay, handelt es sich denn um Nutztiere? Um Nuttentiere? Um Nutztiere. Ja, das würde ich schon als Nutztier bezeichnen. Also definitiv, ja. Ich nutze es auf jeden Fall. Boah, Alter, das ist irgendwas Perverses. Ich merke, ach du Scheiße. What the fuck? Ja, wie glaubst du denn jetzt, dass das was Perverses ist, Alter? Jay spricht das schon so aus. Erst war ich Wilderer, jetzt bin ich ein Perversling. Ich nutze das richtig, das Tier. Ey, du willst halt den Tieren nicht helfen, Junge. Ja, ich nutze das richtig für meine Zwecke. Ob das immer so tierschutzrelevant ist, weil, ich bin mir nicht so sicher, ob das da so tierschutzgerecht alles ist. Ist dein Arbeitsplatz denn hier in Deutschland, Jay? Nein. Auch nicht mal hier? Oh. Nee, definitiv nicht. Das ist nicht in Deutschland. Führst du dem Tier Leid zu? Nicht absichtlich. Also, ja, okay, vielleicht doch mal absichtlich. Indem ich dem eins mit der Peitsche oder so eine Scheiße gebe, ja, aber. Berufs? Tiere zu verdreschen. Also, nein, nicht zu verdreschen, ich denke mal, sondern denen Leid zufügen. Ja, ich glaube schon, dass das nicht der schönste Beruf ist. Für Tiere. Oder beziehungsweise, dass die Tiere da nicht besonders toll gehalten werden. Aber den Umständen entsprechend sollte man sich doch schon um das Tier und um das Leib des und Wohl des Tieres kümmern, eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass Tiere, das alles so tierschutzgerecht immer ist. Ja. Sollen die im späteren Verlauf ihres Lebens mal gegessen werden? Kann sein, also die werden auch unter anderem gegessen von meiner Berufsgruppe. Aber in dem Fall. Von deiner Berufsgruppe? Ja, da wo ich herkomme. Und wo ich arbeite, ja, da wird das halt auch. Wird mein Tier auch gegessen. Aber in dem Fall sollte ich es nicht essen. In meinem speziellen Beruf gerade. Was? Das wäre problematisch. Aber dein Tier wird auch gegessen. Jetzt mal die Frage: Wird denn dein Tier auch von einer normalen Bevölkerung gegessen und an die verkauft? Kann sein, ja, durchaus mal, ja. Aber das kann ist nicht sein? Der Hauptgrund. Natürlich werden die halt gegessen und sowas. Also die kann man essen. Ja, es gibt auch Tiere, die. Aber nicht in meinem Beruf. Da ist es nicht sinnvoll, die zu essen. Das macht halt keinen Sinn. Okay, alles klar. Ja, okay. Okay, das heißt, im Endeffekt sollen die wahrscheinlich am Leben bleiben. Warum solltest du Tiere am Leben lassen?
wenn du denen auch noch wehtust, also beziehungsweise die halt gehalten werden. Was bist du für ein Spacko einfach nur, Alter? Okay, ja. Du bist nicht in Deutschland. Vielleicht geht es um Tiere, die gar nicht in Deutschland gibt. Haben wir doch gesagt schon, Peter. Okay, ja, kann sein. Welche Tiere gibt es denn nicht in Deutschland? Okay, es gibt die vor allen Dingen viele als Nutztiere gezählt werden. Eine ganze Menge. Das stimmt allerdings. Das ist ein Problem. Okay, dann versuchen wir das mal einzudämmen. Bist du vor allen Dingen in Asien am Stissel? Ja. Okay, gut. So, jetzt hat dein Beruf irgendwas damit zu tun, dass man die Potenz erhöhen will von Menschen? Nein. Na verdammt, ich dachte in Asien, ja, die killen die Tiere alle, damit du besser ficken kannst. Nee, nee. Häufig, Peter. Häufig. Nee, nee. Geht um Nutztiere. Meine Arbeit findet auch hauptsächlich auf dem Land statt. Also auf dem Erdboden, nicht auf dem Wasser oder in der Luft, sondern auf dem Boden, oder? Ja, also ich habe schon in der Regel Boden unter den Füßen, das wäre ganz gut. Okay. Steht die Vermehrung meiner Tiere im Vordergrund, deiner Tiere im Vordergrund? Nee. Auch nicht. Nee, nee. Was macht der Junge? Hast du ein Tier und damit musst du halt ewig auskommen. Wofür kann man das so, ich auf das Tier so festgelegt habt, ey. Also wenn ihr weiter auf das Tier kommt, ist okay. Wenn das Tier, wenn ihr wisst, welches Tier es ist, dann würdet ihr wahrscheinlich auch weiterkommen. Aber dass ihr euch so generell bei meinem Beruf auf das Tier festlegt, finde ich krass. Also sie sind halt nötig, aber sind halt nicht so. Wäre ich, glaube ich, gar nicht so schnell drauf gekommen. Obwohl, na, wer weiß. Na, wir haben halt andere, wir haben halt fixe Berufe oder fixe Sachen gerade im Kopf. Ja. Da müssen wir uns vielleicht wieder ein bisschen von lösen. Wir fahren uns ein bisschen fest, das stimmt schon. Du hast in deinem Beruf ja auch mit Menschen zu tun, ne? Ja. Hast du mit denen auch Körperkontakt? Naja, bestimmt mal, ja. Okay. Geht es in deinem Beruf allerdings hauptsächlich darum, die sich mit denen auszutauschen und die nicht anzufassen? Also, das nicht anzufassen lässt du weg, weil das wäre eine Verneinung. Also quasi austauschen, Wissen inwiefern teilen, reden. Wissen teilen und reden. Also, man muss sicherlich irgendwie sich miteinander verständigen können, ja. In gewisser Art und Weise macht das schon ziemlich viel Sinn. Aber arbeitet ja man gemeinsam an einem Ziel mit den anderen oder hat quasi jeder seine eigene Aufgabe? So, man arbeitet wieder schon in gewisser Art und Weise, stimmt, an einem, sorry, gemeinsamen Ziel. Okay. Aber ja, das war die. Musst du auch mit während deiner Jobausführung mit Menschen interagieren, die nicht direkt deine Kollegen sind oder Kolleginnen? Ja. War auch wieder eine Verneinungsfrage. Ich muss echt besser aufpassen. Ist egal. Reicht ja. Also ich muss. Musst du auch mit einem Kunden interagieren quasi? Ja. Ich denke mal schon, dass man mich buchen kann. Okay. Boah, siehst du, jetzt geht's mal wieder voran. Gefühlt okay nicht, aber ja. So, ich hab schon, da gab's jetzt viele Ja's. Das hatten wir schon mal. Also du kannst auch nicht so ein Zitter oder sowas sein, weil wir hatten ja schon festgelegt, die Tiere, die gehören ja irgendwie wahrscheinlich der Firma, für die du arbeitest. Ja. Oder nee, da stelle ich nochmal zur Frage. Die Tiere, mit denen du zu tun hast, gehören die dir oder der Firma, bei der du arbeitest? Das ist auch eine Oder-Frage. Komm gut drauf, ja, an. Nur dir. Und, achso, also, ja, okay. Kann halt ja sein, dass die okay nur mir und meiner Familie gehören. Kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Also, das können hängt, die glaub Tiere ich, davon auch ab dem Kunden gehören, der dich bucht? Hätte ich jetzt eher Nein zugesagt. Okay, das ist ja auch schon mal relevant. Also ich oder du kommst mit dem Tier zu Leuten. Also. Das heißt, du, Jay, gehst mit dem Tier zu Kunden. Und dann? Das ist eine Frage. Oder ich gehe einfach dahin. Nö. Nein, du gehst mit dem Tier zu den Kunden. Nö, ich gehe nicht mit dem Tier zum Kunden. Okay. Was machst du denn, Boy?
Tiere sind aber notwendig, um den Wunsch des Kunden zu erfüllen. Ich denke schon, dass sie notwendig sind, um das Ziel letztendlich zu erreichen, ja. Wissen die Kunden, welche Tiere du benutzt? Ja. Die sind dabei. Die sind dabei? Was? Klar. Okay, das ist interessant. Also mit anwesend quasi. Ja. Okay. Bist du der Typ, der quasi, den man buchen kann, um dann auf so eine Safari zu gehen, wo du dann Tiere abknallen kannst und du den Leuten den ganzen reichen Schnösel dann beibringst? Dachte erst, das hört sich ganz gut an, was du sagst, aber letztendlich sage ich nein. Ja, verdammte Scheiße. Ich bin nicht der Typ, der die Leuten, also... Den reichen Schnöseln das zeigt. Den reichen Schnöseln zeigt, wie man Sachen ab, Tiere abknallt. Nee, das bin ich nicht. So einer bin ich nicht. Okay. Der ekelhaft sowas. Aber du zeigst den Kunden die Tiere schon. Das heißt, ich zeig denen die Tiere, also die Tiere sind halt da. Ich zeig denen nicht, oh, guck mal, hier hab ich nicht ein tolles Tier. Das ist mein Beruf. Ich zeig irgendwelchen Leuten Tiere. Nee. Nein, aber die Kunden sehen ja die Tiere. Ja, die Kunden sehen die Tiere. Das ist richtig. Und du bringst quasi die Kunden zu den Tieren. Nein. Also die Kunden können einfach... Ja, okay. Also hätte ich jetzt nicht so gesagt. Ich bring die Kunden nicht zum Tier. Nee. Ja, halt, keine Ahnung, wenn du ein abgeschlossene Firma, Haus, irgendwas hast und dann... Nee. Kunden ich halt arbeite ja eh und draußen. Du bringst die dann zu den... Ah ja, stimmt. Okay. Asien war schon mal nicht falsch. Ja. Ja. Asien war schon mal nicht falsch. Naja. Ja, jetzt müsste man sich natürlich mit den asiatischen Geflogenheiten auskennen. Muss man halt ein bisschen exotischer Berufe raussuchen. Golfballtaucher war mir halt einfach zu casual. Ja. Okay, du hast vorhin gesagt, ich habe gut angefangen bei meiner Sache. Was war denn dein erster Satz? Man kann mich buchen und dann nehme ich die Leute mit auf eine Safari. Deswegen werde ich jetzt das einfach mal als Frage machen. Führe ich Safaris durch? Nein, keine Safaris. Wisst ihr? Das hört sich trotzdem gut an. Aber Safaris aber nicht. Aber man kann... Das ist definitiv keine Safari. Man kann dich buchen. Ja. Gerne. Okay. Und es sind auch... Die Leute, die dich buchen, sind auch teilweise in Gruppen, teilweise einzeln. Nicht nur einzeln. Was? Also Gruppen, die mich buchen? Dass halt nicht eine Person dich bucht, sondern eigentlich immer mehrere. Mal so, mal so. Dass die Regel mehrere sind. Mal so, mal so. Okay. Also schon mehrere. Okay. Ich denke, ja. Ja, nicht, dass du ausschließlich nur einzelnen Personen dienst. Nee, nicht ausschließlich. Ich diene dem, der mir 5 Euro 30 am Tag zahlt als Grundlohn. Okay. Den diene ich, also, weil ich so ein geiler Typ bin. Werden die Nutztiere dafür genutzt, Arbeit zu verrichten? Ja, schon. Durchaus. Ist dein Beruf in irgendeiner Weise ein bäuerlicher Beruf? Naja, ich muss mich schon um die Tiere kümmern, um das leibliche Wohl, aber das ist nicht ein bäuerlicher Beruf mit
Ich züchte die Tiere, um sie dann zu schlachten oder die Milch oder was auch immer. Nee, nicht zu schlachten, aber um das Feld zu bestellen oder sowas. In die Richtung, denke ich gerade. Nicht zwangsläufig. Also halt. Ich habe da einen anderen Sinn drin. Also Arbeit verrichten müssen sie, aber sie sollen keine Felder bestellen. Zum Beispiel, ja. Ja, okay. Hä? Ja, das ist sehr interessant. Sie sollen Arbeit verrichten? Ja, durchaus. Ja, ja, aber halt kein Bauer, also. Ja, nee. Ich würde nicht sagen, dass ich Landwirt oder Bauer, dass ich Landwirt oder Bauer bin. Da fühle ich mich ein bisschen beleidigt. Ja, weil du auch nur 5 Euro am Tag kriegst. In meiner Ehre. Ja, aber in meiner Ehre fühle ich mich da beleidigt. Müssen die Tiere in meiner Familie Tradition. Was? Ziehen? Müssen die Tiere denn was ziehen? Die müssen bestimmt, vielleicht müssen sie auch was ziehen. Vielleicht müssen sie auch bepackt werden. Gepackt werden? Okay. Bist du in dem Transportgewerbe? Im gewissen Sinne bin ich in dem Transportgewerbe, ja. Okay, wir sind in Asien. Weißt du, das erste Bild, was mir vor dem Gesicht springt, ist direkt so eine Bergsteigerziege, weißt du, die so bepackt wird, damit die auf irgendeinen scheiß Berg hochkommt und du bist halt der Führer, der die ganze Zeit die Ziege an der Hand hält und dich da hochführt. Also du die da hochführst, damit irgendjemand seine scheiß Sachen da hochkriegt. So, jetzt muss ich da nur eine Frage formulieren. Die Sachen, die deine Tiere transportieren müssen. Ne, ich frage nochmal vorsichtiger. Müssen die Tiere Sachen transportieren? Ja. Ja. Okay. Müssen die... Das heißt, du kannst gebucht werden, damit du für jemand anders Sachen von A nach B bringst. Ja. Und dafür nutzt du Tiere. Ja. Unter anderem. Okay. Wie genauer willst du es noch haben? Ich würde sagen, das ist eine sehr speziellere Berufsgruppe oder Berufsart. Und deswegen würde ich es noch ein bisschen genauer gerne haben. Ein bisschen. Ja, ein bisschen genauer hättest du es gerne. Genauer. Ein bisschen genauer. Ja, ein bisschen genauer. Also das ist schon sehr nah dran. Möchte ich sagen. Klingt so, ja. Was ist denn B? Ja, ich überlege. Was? Was ist denn B? Und du sagst von A nach B. Also von Buxtehude nach München oder... Was? Okay, B ist auf einen fucking Berg hoch. Ja. 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 Das ist richtig. Das ist B. Willst du jetzt wissen, was für ein Berg oder was? Ja, aber es gibt ja eine bestimmte Berufsbezeichnung davon. Vielleicht fällt ihr euch die aber auch nicht ein. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Oh, ich bin auf die Idee gekommen. Aber das ist halt gibt schon eine bestimmte Berufsbezeichnung. Auf diesem gewissen Berg. Sag mir doch, find mir doch den Berg heraus. Oh, ja, welcher Berg? So scheiße Erdkunde. In Asien. Hör auf, Jay! Ey, okay, ich versuche nur. Es geht darum, Sachen. Boah, ich weiß nicht, ist der in Asien? Mount Everest. Es geht um den Berg. Ja, es geht um den Berg. Das ist richtig. Gut. So. Das ist schon mal gut. Und jetzt, weißt du, wie die Dullis heißen, die Sachen von A nach B auf dem Mount Everest transportieren? Boah. Mit diesen Tieren? Das ist sehr. Weißt du is? Das ist der Packziegenführer-Ingenieur. Packziegenführer-Ingenieur. Sepp, weißt du es? Ich weiß nicht genau, wie die heißen, nein. Genau, also gut. Ich würde sagen, Peter kriegt den Punkt. Ja, ich bin ein Sherpa auf Mount Everest. Ein okay. Sherpa, so Sherpa, heißen die? Sherpa heißen die. Und das ist so, weißt du, man kann mich halt buchen. Ja, der Bergsteiger sagt, ich möchte mal gerne auf den Mount Everest. Da kommt der Reinhold Messner und sagt, ja, hier, ich habe hier 2000 Kilogramm. Die müssen bitte auf den Berg hochgeschleppt werden. Und dann komme ich ja mit meiner Family an. Ja, dann muss ich selber die Sachen hochtragen. Und mit meinen Yaks.
und mit meinen ganzen Yaks wandern wir dann nach oben auf dem Mount Everest. Und ich bekomme und ich freue mich immer, und ich freue mich immer, wenn ich Touren auf über 2000 Kilogramm Gewicht komme, ja, dann kriege ich nämlich noch mehr als 5,30 € am Tag für die Scheißarbeit. Also das ist halt schon, das ist halt schon krass. Aber ich habe immerhin großes Ansehen in meinem Land, wo ich herkomme, nämlich aus Tibet logischerweise. Weil da liegt ja der Mount Everest und ich werde da verehrt. Und deswegen möchte ich nicht als Bauer oder Landwirt oder so eine Scheiße bezeichnen. Ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen, Jay. Und einer von 20 kommt übrigens bei der Tour ums Leben. Bei einer Tour kommt einer von 20 ums Leben. Also 20 Sherpas, alle 20 Sherpas stirbt einer. Pro Tour. Es ist nicht so angenehm, mein Job. Das heißt, alle 100 Tage oder was? Ja, nee, die Tour geht ja auch mehrere Tage wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, wie lange so eine Tour geht. Aber ich denke mal, ich werde sowas nicht alleine machen, sondern mit ganz vielen. Aber kann man mich auch alleine buchen, man weiß es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall mein neuer Beruf. Ich war heute Sherpa beim Mount Everest. Ja? Glaubst du aber selber nicht, ey. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Na, schreibt gerne unten in die Kommentare ruhig mal einen anderen Beruf, den ich mal vielleicht vorschlagen nehmen sollte. Ja, dann überlege ich mir das. Und sonst noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.